So, liebe Leute. Und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, unsere Mittwochnachtausgabe, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer, der kostenfreien Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Ich bin gespannt und freue mich auf eure Anrufe. Meine erste Anruferin ist 15 Jahre alt und heißt Julia. Hallo Julia. Hallo. Hallo Julia. Um was geht's? Also ich werde in der Schule ziemlich gebockt. Mhm. Was machen die mit dir? Na, also die beschimpfen mich halt immer. Mhm. Und im Volleyball, da beschießen die mich immer so mit dem Ball, so unauffällig, so versuchen die so. Wie beschimpfen die dich denn? Was sagen die zu dir? Na, die sagen zu mir, dass ich wie eine Leiche aussehe und wie eine Vogelscheuche und Grufti, und die sagen, dass ich hässlich bin. Mhm. Ja. Und wie lange geht das schon so? Anfang Juni. Ach, so kurz, seit kurzem erst. Ja. Vorher war alles in Ordnung? Ja, also davor war es so, ich war schon immer so ein Bild die Außenseiterin und war immer so alleine, aber da haben sie mich wenigstens in Ruhe gelassen. Ja. Und wie lange bist du schon auf dieser Schule? Schon seit 3 Jahren. Aber das ist doch merkwürdig, dass dann ab Juni, und das war dann ja kurz vor den Sommerferien. Ja, das war ja wegen Volleyball hat das angefangen, weil ich ziemlich schlecht bin und ich habe immer alles vermasselt und wir haben wegen mir oft verloren. Und ja. Und jetzt nach den Sommerferien ging es dann richtig weiter. Das hat sich nicht vergessen irgendwie während der Ferienzeit. Na, also ich habe ja noch Ferien. Diesen Montag beginnt die Schule. Ach so, wieder. Ach so. Ich weiß ja nicht, wer du anrufst, ja. Ja, und mir ist halt jetzt schon schlecht davor und ich habe schon öfter so Träume gehabt. So, und verstehe. Ja. Also. Panik. Wie viel Wochen ging das denn so? Wie viele Wochen war es denn schlimm, bevor dann die Ferien angefangen haben? Naja, halt die ganze Zeit von Juni bis Ende Juli, als die Ferien anfingen. Das war halt die ganze Zeit so. Mhm. Ja. So, vorher war es einigermaßen okay. Du warst Außenseiter, aber du hast es ertragen. Ja. Dann kam diese Volleyballgeschichte, die du da irgendwie vermasselt hast. Und seitdem haben sie dich auf dem Kieker. Ja, und denen macht das halt Spaß, weil die ja merken, dass sie es mit mir machen können. Dass sie es mit dir machen können? Ja, weil ich ja immer still bin und ich sage ja immer nichts. Und jetzt habe ich ja auch überlegt, soll ich weiter so machen und alles über mich ergehen lassen oder vielleicht irgendwas sagen, die zurückbeschimpfen oder ich weiß nicht. Naja, weißt du, Julia, es ist schon immer ein ganz gutes Mittel, wenn man sich wehrt. Wenn man überhaupt nichts macht, dann denken die, na, die ist, mit der kann man das ja machen. Da tritt man da drauf, im übertragenen Sinn des Wortes. Und sagt dann noch was Blödes und noch mal was Blödes. Wenn man aber mal heftig was zurückfeuert, kriegen die vielleicht auch schon etwas Respekt. Nach dem Motto, mit der kann man das ja doch nicht so machen. Also ich finde schon, dass man sich auf jeden Fall etwas zur Wehr setzen sollte, mit Worten. Gibt es denn in diesem Umfeld, in dem du lebst, in dem du bist, wenigstens eine Freundin oder ein Freund? Na, also in meiner Klasse ist da niemand, aber nur ein paar, die ein paar Klassen höher sind als ich. Ja, also in der eigenen Klasse keine einzige Vertraute so? Nee. Hm. Hast du denn sonst eine Freundin, eine gute Freundin? Außerhalb der Schule? Nee, eigentlich nicht. Hm. Das heißt, du bist auch sehr viel alleine zu Hause? Ja. Ich hatte mal eine, doch die zieht sich jetzt von mir zurück. Wegen dieser Geschichte jetzt? Nee, weil, wegen dieser Geschichte, weil es mir so schlecht ging, habe ich auch mit Ritzen angefangen und ihr gefällt das halt nicht und deshalb will sie nichts mit mir zu tun haben. Ach so, das ist so schlimm, das belastet dich so sehr, dass du dir selbst Verletzungen zufügst. Ja, und das ist ja auch noch, ich habe ja auch schon so Ausschlag zwischen den Fingern gekriegt. Meine Mutter meint, das ist deswegen, weil ich halt psychisch so am Ende bin. Mhm. Wie oft und wie intensiv machst du das denn mit dem Ritzen? Nimmst du wie machst du es? Mit einer Rasierklinge oder wie? Ja. Und ritzt dir dann in den Arm rein? Ja. In den Unterarm? Nee, oben. Oben drauf? Ja. So, das ist blutig, dass es richtig blutet? Ja. Mhm. Doch, jetzt mache ich das ja nicht mehr so, weil jetzt habe ich ein bisschen Abstand von denen aus meiner Klasse und so. Aber jetzt ist die Angst ist jetzt da, wenn die Ferien vorbei sind, dass es dann wieder losgeht. Ja, und außerdem habe ich ja schon gesagt, dass ich so Ausschlag an den Händen bekommen habe. Ich habe auch Angst, wenn die das entdecken und dass es dann wieder, dass sie was anderes zu mir sagen, dass ich eine Seuche habe oder sowas. Verstehe.
Weiß deine Mutter wirklich alles, wie sehr Angst du hast und was da vorgefallen ist? Ja, ich habe ihr das erzählt. Ja, und wie hat sie darauf reagiert? Was hat sie dir geraten? Naja, sie hat einfach gesagt, dass ich nicht so drauf hören soll und so. Und naja, die ist ja ziemlich gläubig so, und die meint einfach, also die glaubt an Gott und die meint, dass ich einfach zu Gott beten soll und der gibt mir Kraft, das zu überstehen. Okay, kann man ja machen. Kann ja nicht schaden und das ist ja okay, aber man soll selbst auch ein bisschen was tun. Nur beten reicht manchmal nicht, finde ich. Wie ist denn das? Gibt es in der Schule eine Lehrerin oder einen Lehrer, den du sehr magst, dem du vertraust? Naja, eigentlich nicht so, aber ich glaube, ich muss mich vielleicht dann einwenden. Gibt es bei euch sowas wie einen Vertrauenslehrer? Wir hatten mal einen, doch die ist jetzt ausgewandert und ich weiß nicht, ob wir einen neuen kriegen und wer es dann sein wird. Also wir hatten mal eine, doch die ist jetzt nicht mehr da. Ja, aber das wäre auch so eine Überlegung, die du mal eingehender beleuchten solltest. Dass du dich einfach einem Lehrer anvertraust, den du nett findest. Naja, aber meine Freundinnen haben gemeint, dass die da auch nichts machen können. So, also die werden mit denen reden, aber die werden trotzdem über mich lästern, das ein oder andere so machen. Das mag ja vielleicht sein, aber jedes Gespräch, was du mehr führst, kann dir eigentlich nur nutzen. Vielleicht bekommst du, wenn du mit einem Lehrer redest aus deiner Schule, der kennt die Zusammenhänge der Schule ja viel besser als ich, vielleicht kriegst du da noch den einen oder anderen guten Rat, was du unternehmen könntest. Wichtig finde ich, und du sagst, dass du in den höheren Klassen, da ist jemand, mit dem du dich anfreunden könntest. Ja, also mit dem bin ich ja schon befreundet. Bist du schon befreundet? Ja. Kannst du das nicht so machen, dass du öfters mit dieser Person, das ist ein Mädel. Ja. Dass du öfters mit der zusammen bist und dass sie dir vielleicht auch ein bisschen hilft, dich zu verteidigen. Zu zweit ist man ja stärker, als man allein da irgendwie auf dem Schulhof steht. Ja, ich stehe immer mit ihr auf dem Schulhof. Doch die selber, die ist ja auch nicht viel besser dran. Also die hat ja auch Erfahrungen mit Hänseleien und so. Ja, ja. Ja. Aber ich finde schon mal gut, dass da jemand ist, mit dem du reden kannst. So, jetzt muss man überlegen, was wir machen. Die Situation ist natürlich nicht schön für dich, weil du Angst hast, jetzt geht die Schule wieder los. Klar. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall erstmal mit einem Lehrer reden, den du nett findest. Dann, das hat mich gerade schon doch sehr hellhörig gemacht, als du gesagt hast, ich fange an zu ritzen. Das sind ja Anfänge schon einer schwereren seelischen Erkrankung oder Störung. Fände ich es auch gut, wenn du zu einem Schulpsychologen gehen würdest? Sie haben keinen Schulpsychologen. Die haben keinen, aber vielleicht gibt es, da können wir ja auch mal hier bei uns im Hintergrund mal ein bisschen forschen, vielleicht gibt es da in deiner Stadt einen, der für mehrere Schulen zuständig ist. Naja, in unserer Umgebung gibt es ja Psychologen. Na, und meine Mutter hat auch vielleicht schon gemeint, als sie die ganzen Narben gesehen hat. Mhm. Also je mehr man jetzt unternimmt, glaube ich, desto besser ist das für dich. Wir werden jetzt im Hintergrund, meine Psychologin hat mitgehört, die wird jetzt von ihrer Seite aus dir auch nochmal ein paar professionelle Ratschläge geben. Mein Tipp wäre so erstmal so ganz normal, dass du mit einem Lehrer redest. Dann, dass du dir einfach Mut zusammennimmst, dass ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Dass du bei der ersten blöden Bemerkung, denk dir schon mal ein paar freche Sprüche aus. Dass du einfach zurückschießt mit Worten. Dass du auf keinen Fall da stehst und alles runterschluckst, was die dir entgegenschleudern. Da wirst du sehr aufgeregt sein, das verstehe ich auch. Aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast und ein paar Mal auch den Mut hattest zu sprechen, bin ich sicher, dass das ein gutes Erfolgserlebnis für dich ist und du dann auch vielleicht ein bisschen sicherer auftreten kannst beim nächsten Mal. Auf keinen Fall da stehen und schweigen. Dann wirst du immer mehr Angst kriegen. Ja. Ne? So, jetzt hören wir mal nochmal, jetzt machen wir das so, dass du mit meiner Psychologin nochmal sprichst. Ja. Vielleicht kann sie dir auch noch eine Adresse in deiner Stadt vermitteln. Mit dem Lehrer, das kannst du dir überlegen. Und kannst ja mal mit deiner Freundin, wenn die ebenfalls eher ein Außenseiter ist, dass ihr euch mal gemeinsam so ein paar coole Sprüche überlegt, wie ihr kontern könntet, wenn es wieder hart auf hart kommt. Ja? Also auf keinen Fall nichts sagen. Nichts sagen ist man immer verloren.
Auch wenn es am Anfang schwerfällt und wenn du vielleicht ein bisschen stotterst oder so, aber Hauptsache du sagst was. Ja, okay. Liebe Julia, ich wünsche dir wirklich toi 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 und hoffe, dass du gut in das neue Schuljahr reinkommst. Und jetzt legst du auf und wirst von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach. Jetzt ist hier die Verena und Verena ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Verena. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Verena? Und zwar habe ich letzte Woche mit dem besten Freund meines Freundes geschlafen und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten soll, ob ich es ihm sagen soll oder ob ich es ihm nicht sagen soll. Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich auch so mit keiner Freundin sprechen, weil so ist die Gefahr mehr, weil ich mir halt noch nicht sicher bin, ob ich es ihm sagen soll, dass er es dann hintenrum irgendwie rauskriegt. Also bisher hast du mit niemandem drüber gesprochen? Nee, mit niemandem. Mhm. Wie ist es denn? Ich habe auch totale Angst, dass irgendwie durch seinen besten Freund jetzt rauskommt, weil ich auch halt mit ihm nicht wieder drüber gesprochen habe. Verstehe. Wie ist das denn überhaupt dazu gekommen? Und zwar mein Freund, der war von der Firma aus in München. Mhm. Und ein gemeinsamer Freund von uns hatte Geburtstag und da waren wir dann halt auf der Party. Halt da auch getrunken, viel Alkohol im Spiel. Mhm. Und ja, dann kamen wir beide natürlich nicht mehr nach Hause und haben dann zusammen im Wohnzimmer bei dem Freund auf der Couch zusammengeschlafen. Beide besoffen? Ja. Kann man so sagen? Gut angetrunken. Gut angetrunken und dann ist es dann passiert auf der Couch? Ja, das ist dann passiert. Es ging eigentlich von ihm aus, aber ich konnte mich dann auch nicht mehr zurückhalten. Und ich habe jetzt ein total schlechtes Gewissen und weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Wie war denn die Situation am nächsten Morgen, als ihr aufgewacht seid? Ja, wir haben uns einfach nur angeguckt und das war es auch eigentlich schon. Danach sind wir dann zu den Freunden halt in die Küche gegangen und haben alle zusammen gefrühstückt. Und von den Freunden hat das niemand mitbekommen? Nee, die waren auch gut betrunken und auch schon. Aber die haben ja gesehen, die haben ja mitbekommen, dass ihr zusammen da auf der Couch geschlafen habt. Ja klar, aber von denen würde keiner damit rechnen, dass wir was zusammen hätten. Ja, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 2 Jahre. Ja. Und die beiden Jungs sind richtig dicke Freunde? Ja, schon seit der Grundschule. Seit der ersten Klasse. Und ich habe jetzt auch halt Angst, wenn es rauskommt, dass die Freundschaft zwischen den beiden zerbricht. Mhm. Schlechtes Gewissen, weil du mit diesem Freund auf keinen Fall irgendwie ein Liebesverhältnis anfangen würdest wollen. Nee. Das war jetzt einfach ein ganz derber, blöder Ausrutscher. Genau. So kann man es sagen. Ja, und weil ich meinen Freund halt über alles liebe und ich möchte ihn auch nicht verlieren. Und ja, das war eigentlich total dumm und unüberlegt und ja. Ich weiß es nicht. Also nun wäre ja schon mal ein recht kluger Schritt, wenn du mit diesem Freund deines Freundes mal ein Wort sprechen würdest. Ja. Um mal zu sehen, wie der das einschätzt. Vielleicht leidet der genauso drunter und hat ein absolut schlechtes Gewissen und hat Angst, dass du irgendwas sagen könntest, so wie du Angst hast, dass er etwas sagen könnte und so weiter. Also ich finde, das solltest du auf jeden Fall mal zuerst tun. Ja. Warum hast du es noch nicht gemacht? Ja, weil ich irgendwie ein bisschen Angst davor habe, wie er darauf reagiert. Was könnte sein? Ja, was könnte er sagen? Also es gibt... Ich denke mir einfach, dass er vielleicht... Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es peinlich ist oder... Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ja, es ist natürlich auch peinlich. Man schämt sich dann ja auch, dass man sowas gemacht hat. Ne? Ja, klar. Ja. Ich würde mit ihm erstmal reden. Ja, das werde ich. So, und dann kann man, gibt es ja nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder man einigt sich und sagt, Mensch, das war wirklich richtig blöd, was da gelaufen ist. Wir waren angezwitschert und beide wollen wir eigentlich gar nichts voneinander. Und wir legen den großen, dicken Mantel des Schweigens darüber und wir verletzen den gemeinsamen Freund nicht, weil es ja gar keine Bedeutung hatte, dieser Vorfall eigentlich. Habt ihr wenigstens geschützt miteinander geschlafen? Hallo? Hallo? Ja. Ah, jetzt höre ich dich gar nicht gut, Verena. Ich hatte gefragt, ob ihr geschützt miteinander geschlafen habt. Jetzt haben wir auch wieder eine Leitungsstörung. Ich höre sie irgendwie noch, aber sie scheint mich nicht zu hören. Ist weg. Dann machen wir weiter mit dem Dirk. Und Dirk ist 32. Guten Morgen, Dirk. Morgen, Domian. Um was geht's bei dir, Dirk? Ja,
Ja, ich bin zum ersten Mal in deiner Live-Sendung, bin ein bisschen nervös. Das ist normal. Und ja, bei mir ist es so, ich bin mit meiner Freundin, ja, kann man sagen, schon ein Jahr zusammen. Zusammengekommen sind wir am 19.06.2006. Das war während der Fußball-WM. Und da ich ja auch im Rettungsdienst tätig bin, war ich dann auch ziemlich viel unterwegs in Dortmund und Köln, Düsseldorf und überall. Und durch den ganzen Einsatz, den wir hatten, hatte meine Freundin dann natürlich auch immer halt Angst, dass mir was passiert. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, ich passe schon auf mich auf. Und ganz am Anfang war es... Also da wart ihr ganz frisch zusammen? Ja. Und da hatte, war ihr klar, dass du halt viel unterwegs bist und sie hatte Angst darum. Ja, ja. Und dann war dann so die Fußball-WM vorbei und ja, ganz am Anfang ging es dann so mit SMS schreiben und ein paar Mal telefonieren am Anfang. Naja, und meine Gefühle wurden dann zu ihr etwas stärker und ihre Gefühle zu mir wurden dann etwas stärker. Und dann kam dann irgendwann der Tag, wo ich mich dann so in sie unsterblich verliebte und einfach mal in Herz gefasst und gesagt, so, jetzt sagst du es ihr. Ja. Und das ist dann bei ihr dann angekommen und sie hat dann gesagt, ja, auf ein Treffen würde ich mich freuen. Und immerhin seid ihr, wie du mir gerade gesagt hast, jetzt fast ein Jahr zusammen. Ja. Wo ist das Problem? Das Problem ist eben halt, dass sie dann eben halt immer abwägt von Zeit und mittlerweile wird es dann immer mehr, dass sie sich dann sagt, ja, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich muss dies, ich muss jenes. Und ich habe dann auch mal darauf gesagt, hör mal, sind jetzt schon 14 Tage rum und lass uns doch mal treffen. Ja, ich will das ja. Also, wenn ich richtig verstehe, ihr seid irgendwie de facto zusammen, aber sie hat wenig oder zunehmend weniger Zeit für dich. Ja. Wie oft seht ihr euch denn so? Also, wir haben uns mal, in Düren haben uns mal getroffen beim Stadtfest. Naja, wie oft seht ihr euch in der Woche? Ja, meistens dann nur so am Wochenende. Ja. Und wie ist es dann, wenn ihr euch trefft? Ist es dann gut? Ja, dann ist das meistens dann so, dann ist es erstmal Feuer und Flamme und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie mir dann irgendwie was verschweigt, dass sie mir gegenüber so das Gefühl gibt, hey, ich liebe die schon alles und im Großen und Ganzen ist dann doch irgendwas anderes. Das Gefühl hast du? Ja. Hast du ihr das denn gesagt, dass du das Gefühl hast, ist da irgendwas oder ist da vielleicht sogar jemand anderes? Ja, ich habe sie mal darauf angesprochen und ich habe ihr auch mal eine SMS geschickt und dann kam dann rüber, fängst du schon wieder mit dem Kram an und das ist überhaupt gar nicht wahr. Und war das denn, gab es denn da mal Monate innerhalb dieses Jahres, wo ihr euch öfter gesehen habt, wo das schön war, wo es nach deinem Gefühl normal lief? Ja, so am Anfang. Aber dann gab es dann auch mal eine Zeit, da habe ich mal einen Suizidversuch hinter mir gehabt. Da wollte ich mal von der Autobahnbrücke springen, weil sie mir da auch mir gesagt hat, ja, sie liebt mich. Und ich habe dann gesagt, wenn du mich wirklich liebst, dann würdest du mich dann wirklich mal treffen wollen. Ich war auch bereit, zu ihr zu kommen in die Stadt oder sie so, dann auch. Moment mal. Und dann hast du versucht, du wolltest dich von einer Brücke stürzen? Ja. Standst du schon da? Ja, ich hatte am Tag, ich hatte Dienst gehabt und hatte abends frei und bin dann, ja, ich war nicht hier meiner Sinne. Ich bin dann einfach zur Autobahnbrücke gegangen und eine innerliche Stimme sagte dann zu mir, komm Dirk, es hat keinen Zweck, mach Schluss. Und das war dann so, dass ich das Handy dabei hatte und es hat dann angerufen. Ich habe dann gesagt, weißt du was, hier, es hat keinen Sinn. Wen hast du angerufen? Du hast deine Freundin angerufen? Nee, sie hat mich angerufen. Sie hat dich angerufen in der Situation, wo du da zur Brücke gehen wolltest? Ja. Zufälligerweise? Ja. Und dann hast du ihr gesagt, hier, ich stehe hier auf der Brücke und will mir das Leben nehmen? Nee, ich
hatte praktisch die Brücke 500 Meter vor mir gehabt und habe dann gesagt, hör mal, ich mache mein Leben ein Ende, andere Frauen oder jede Frau wird da Tod und Mord schreien. Ja. Und ich bin dann dahin und ein Kollege, der hat mich da gesehen, der hat mich dann irgendwie abgefangen und... Okay, Dirk, also so kannst du keine Liebe gestalten. Das ist wirklich die plumpste Erpressung, die man überhaupt jemandem zumuten kann. Ja, das war ja auch noch so, es ging sich ja dann auch um finanzielle Sachen. Die dich auch belasten? Ja, ja. Dann auch gesagt, sie müsste 150 Euro haben, weil sie eine Wohnung sich angemietet hat. Wie, das Geld wollte sie von dir haben? Ja. Und ich habe dann auch gesagt, hey, woher soll ich mir das Geld nehmen? Okay, aber das ist ja jetzt Kinderkram. 150 Euro in diesem Zusammenhang. Es geht darum, dass du dir das Leben nehmen wolltest und deine Freundin mit deiner Freundin gesprochen hast. Ja. Da wundert es mich nicht, dass bei euch alles schief und krumm ist. Dass die Freundin sich vielleicht auch von dir bedrängt fühlt und unter Druck gesetzt fühlt. Und dass sie vielleicht wirklich auf Abstand aus ist erstmal und sich genervt fühlt, wenn du wieder anfängst, was ist los, wollen wir öfter und so weiter. Die Frage ist jetzt, wie gesund überhaupt noch eure Beziehung ist, wie intakt. Ob da noch überhaupt was ist oder ob das irgendwie nur so aufrechterhalten wird. Ja, es ist danach, ist dann auch ein langes Gespräch danach gewesen. Mhm. Und sie hat dann auch ihre Fehler, ja, die sie mir da gegenüber gemacht hat, auch eingesehen. Und ich würde euch beiden hübschen. Ich würde euch wirklich sehr, sehr, sehr dringend eine Fachberatung empfehlen. Aber sehr dringend. Organisiere einen Termin für eine Paarberatung. Damit ihr mit einem Fachmann zusammen über euch sprechen könnt. Denn da scheint mir doch vieles und eine ganze Menge im Argen zu sein. Was wir beide jetzt gar nicht so rauskriegen können innerhalb unserer Gesprächszeit. Wärst du denn dazu bereit? Ja. Sie auch? Also, meinst du jetzt so, jetzt von meiner Seite, dass ich da bereit wäre, da mit so einer... Genau, ob du in so eine Beratung gehen würdest wollen. Mhm. Ja. Und sie würde das auch machen. Ja, dann müsstest du mal darauf ansprechen. Du müsstest du mal ansprechen. Dann machen wir nämlich jetzt Folgendes. Du kriegst von uns eine oder ein paar Adressen in deiner Umgebung, wo du dich hinwenden könntest. Mhm. Und dann besprichst du das mit deiner Freundin. Ja. Und machst dir einfach den Vorschlag, dass da eine Unzufriedenheit ist oder eine Unklarheit und dass es doch am besten ist, wenn da eine neutrale, objektive Person neben sitzt, die euch einfach mal so ein bisschen zueinander führen kann oder euch ein paar Sachen vielleicht klar machen kann. Ja. Ja? Es ist auch so, dass sie mir gegenüber die letzte Zeit ziemlich verschlossen ist. Ja, das ist ja genau das Richtige dann, wenn man in so einem Gespräch vielleicht dann mal eine Antwort bekommt, was ist da los und woran bin ich? Ja, sie sagt mir zwar immer, ich liebe dich abgöttisch und... Ja, aber sie wird jetzt auch ganz vorsichtig sein, irgendwas anderes zu sagen, weil die natürlich auch Angst hat, dass du nochmal irgendeinen Unsinn machst. Ja, ja, ich habe ja schon von meinem Chef, also da habe ich ja auch schon, der hat... Also wenn man schon einen Chef hat, der da wirklich vor einem steht und dann sagt, komm Junge, ihr, das hat keinen Sinn. Es ist eigentlich verrückt, also wenn man gerade im Rettungsdienst ist, da sollte man eigentlich absolut helfen. Und dann, absolut, und dann sollte man das selbst nicht machen. Lieber Dirk, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich zurück, versorgen dich mit den entsprechenden Telefonnummern und den Rest müsst ihr beiden zusammen angehen, okay? Mhm. Kann ich denn noch ein Gespräch mit eurer Psychologin? Ja, du wirst von der Psychologin jetzt zurückgerufen. Okay, dann alles Gute. Genau, und du wartest noch, bis sie fertig ist mit ihrem jetzigen Gespräch und dann ruft sie dich an. Ja. Alles also, Gute. Ich kann nur auch der vorigen, der Julia sagen, wenn ich ja nochmal zurück sagen darf, die da in der Schule gemobbt worden ist und auch der Verena, es ist eigentlich traurig, dass man dermaßen, ob es Frau oder Mann ist, man wird eigentlich manchmal nur mit Füßen getreten. Mhm. Und dann kann ich, wenn ich das jetzt mal sagen darf, der Julia und der Verena nur wünschen, dass beide da wieder
klar Schiff kriegen. Ja, das ist ja nett von dir. Finde ich toll, dass du sagst. Ich sage jetzt Tschüss und wir rufen dich gleich wieder zurück. Okay, mein Lieber. Dumm, ja. Alles Gute, tschüss. Noch eine Autogrammadresse. Kriegst du auch gleich. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Jule, 26, guten Morgen. Hallo. Nee, nicht Jule, was red ich? Lule. Lule. Genau. Entschuldige. Kein Problem. Mach ich schon eine Jule aus dir? Nee, das ist nicht so schlimm. Jule, um was geht's bei dir? Also, dadurch, dass ich die Gewalt in der Ehe mitbekommen habe, beziehungsweise selbst erlebt habe, habe ich jetzt Schwierigkeiten, andere Männer kennenzulernen. Du warst verheiratet und das war keine gute Zeit. Nein, also ich war 6 Jahre verheiratet. In welchem Alter warst du von wann bis wann verheiratet? Also meine Eltern haben mir den Mann ausgesucht. Mit 20 musste ich heiraten. Mhm. Meine Eltern haben gesagt, hier, den nimmst du. Und dann habe ich es gemacht. Ja, und dann war ich 3 Jahre, liefen davon gut. Ja. Also er war anständig. Und ja, und dann die letzten 3 Jahre waren eigentlich nur... Das heißt, du bist noch gar nicht lange getrennt von ihm? Nein, nicht lange. Also das ist jetzt ungefähr 4 Monate. Ach so, 4 Monate erst. So, und dann lief das tagtäglich dann halt Prügelei, Misstrauen. Und ich kam von der Arbeit mal 10 Minuten später, habe ich auch direkt Prügel kassiert. Und ja, du hast gesagt, deine Eltern haben dich gezwungen dazu, diesen Mann zu heiraten? Ja, gezwungen. Die haben gesagt, das soll ich machen. Und warum? Warum? Ja, weil die Tradition, ich komme aus einer muslimischen Familie, die Tradition haben das halt so vorgeschrieben. Mhm. Ja, und dann habe ich es einfach so gemacht, weil ich halt so erzogen worden bin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich das eben so hinnehmen. Ja. Wie ist es denn, ist denn jetzt die Trennung so verlaufen, relativ problemlos? Oder gab nee, gar nicht. Gar nicht. Also, wo ich gesagt habe, nee, das reicht mir jetzt, ich kann so nicht mehr leben. Teilweise war ich so am Boden, dass ich irgendwann mal gesagt habe, jetzt ist mir sowieso alles egal. Dann bringe ich mich lieber um, als wenn ich mit dem zusammen lebe. Mhm. Also ich war so im Punkt, wo ich mich wirklich einfach umbringen wollte. Mhm. Mhm. Aber da ich einen starken Glauben habe und gesagt habe, nee, das kann ich nicht machen, das ist das Leben einfach noch viel zu, da kann man noch viel erleben und man kann noch neue Sachen kennenlernen. Ja. Hast du dann durchgehalten? Dann habe ich gesagt, komm, das machst du dann irgendwie anders. Ja, dann habe ich dann meine Eltern gesagt, die haben dann miterlebt, dass er dann geschlagen, also dass er, weil wir in demselben Haus gezogen sind von meinen Eltern. Was war das Schlimmste, was er dir angetan hat? Ja, da hat mich die Treppe gestürzt und dann hatte ich ein gebrochenes Bein, einen gebrochenen Arm. Mhm. Hat mich erwürgt, also ich hatte Würgemale, Prellungen und alles Mögliche. Also, habt ihr Kinder? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Als es jetzt zur Trennung kam, wie hat er reagiert, als du gesagt hast, ich will nicht mehr? Ja, dann waren in diesem Augenblick natürlich meine Eltern nicht da, da hatten sie auf mich wieder eingeprügelt. Ich sehe das nicht ein, du bist meine Frau, du bist mein, auf Deutsch gesagt, mein Gegenstand und du gehörst mir alleine und ich kann über dich bestimmen. Hat er dich in der Ehe vergewaltigt? Ja, schon oft, aber irgendwann merkt man, wenn man verprügelt wird, irgendwann mal gar nichts mehr. Mhm. Also man ist dann so psychisch total neben der Rolle, dass man gar nicht mehr weiß, was Sache ist. Wie war das denn jetzt bei der Trennung? Wie bist du ihn losgeworden? Also da ich im selben Haus mit meinen Eltern zusammen wohne, irgendwann fing die Prügelei wieder los und dann habe ich dann laut geschrien und dann kamen meine Brüder zur Hilfe. Dann habe ich eigentlich die Polizei im Spiel geholt, weil ich konnte das nicht mehr ertragen. Mhm. Das war für mich einfach zu viel. Und dann kamen sie halt und haben wir verwiesen für 10 Tage, was meinen Eltern natürlich gar nicht gefallen hat. Die haben dann ganz schön mit mir geredet und haben sich voll gegen mich gestellt. Also die Eltern? Ja. Haben doch wahrscheinlich das vorher auch schon mitbekommen, wenn die in einem Haus... Auch mitbekommen. Haben die mitbekommen. Und dennoch haben die nicht auf deine Seite gestanden? Nee, die haben gesagt, die Ehre ist natürlich wichtiger für sie und... Die Ehre ist wichtiger als die Gesundheit und das Glück der Tochter. Ja, genau. Mhm. Und das war für mich natürlich sehr schwer, weil ich halt alleine da stand. Meine Geschwister durften auch nicht mit mir reden. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Und was denken die Eltern jetzt? Sind die jetzt wenigstens auf deiner Seite oder sind die eingeschnappt? Nach 2 Monaten später, dann kamen die halt an und haben sich halt entschuldigt, haben gesagt, ja, wir wissen, dass wir Leid dir zugefügt haben. Ah, ja. Und es tut uns sehr leid und haben sich zwar entschuldigt, natürlich nimmt man die Entschuldigung an, aber ich denke mal, man kann denen auch nicht so vertrauen, weil sie hätten von Anfang an sagen können, natürlich. Kann man wissen, was du machst. Natürlich, natürlich. Und sie stehen voll dahinter. Lässt er dich denn jetzt in Ruhe oder schikaniert er dich irgendwie noch per Telefon oder stellt er dir nach?
Klar, da gibt Morddrohung, ein bisschen, er verfolgt mich und ich habe eine einstweilige Verfügung beantragt, dass er nicht näher als 20 Meter kommen soll. Also es ist nicht einfach so, das Leben jetzt einfach zu führen. Aber ich meine, er hat jetzt eingesehen irgendwann mal und die Gerichtsverhandlung ist jetzt im Dezember, das ist halt wegen Körperverletzung. Im Härtefall hat die Scheidung schneller vonstatten geht. Also da hast du noch eine ganze Menge vor dir, dich mit dieser Sache auseinanderzusetzen? Ja, ich meine, dadurch, dass ich halt mich selbst im Stich lasse und denke, ja, du schaffst das, du machst das. Und da ich gute Freunde habe, die mir halt auch sehr unterstützt haben. Und du hast du gerade gesagt, am Anfang unseres Gesprächs, ich habe so schlechte Erfahrungen in meiner Ehe gemacht, ich kann Männern gar nicht vertrauen. Nee, gar nicht. Und wenn ich jetzt irgendjemanden kennenlerne, wenn ich mit meinen Freundinnen mal weg bin, ich bin eine sehr kontaktbedürftige Person, ja, dann lerne ich mal jemanden kennen, der mir halt auch so sympathisch klingt, aber dann... Finde ich aber auch sowas von normal, muss ich dir sagen, Lule. Wenn du erst 4 Monate von dem getrennt bist und du so viele Jahre so eine Hölle mitgemacht hast, dass man das nicht von heute auf morgen so wegstreifen kann. Ja, klar. Ich glaube, da wäre jeder absolut skeptisch, jedem Kerl gegenüber, obwohl das natürlich ungerecht ist, aber das ist normal. Natürlich auch, dass ich jetzt auch bei normalen Freunden, die ich eigentlich sehr gut kenne, da auch total hysterisch gegenüber dem bin und auch irgendwann mal also vom Tonart meiner Art total verändern und die sagen natürlich auch, ja, was ist mit dir los? Die wissen natürlich nicht den Zustand, was los ist. Du bist so anders, wir kennen dich gar nicht. Du wirkst so aggressiv, sobald man dich irgendwas fragt und wenn man mal patzig wird oder dir eine patzige Antwort gibt. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall auch erstmal Abstand davon nehmen, mich auf eine Beziehung einzulassen. Nee, das auf jeden Fall. Nur das ist alles viel zu frisch. Halt eben in der, wenn wir jetzt irgendwo weggehen, fällt das natürlich auch, sobald mich alle ansprechen, wirklich, dann sage ich, nee, möchte ich nicht, jetzt lass mich in Ruhe. Klar. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sagen, dass es drei oder vier Jahre hast du wirklich schlimme Gewalt erlitten in der Ehe. Ja, leider. Kann man so sagen. Eigentlich müsstest du dir professionelle Hilfe suchen. Ja, das habe ich auch halt gemacht und und dann durch das halt immer wieder mein Mann kam und immer wieder... Nein, jetzt, nachdem die Sache, nachdem du raus bist aus der Ehe, müsstest du das machen. Vielleicht sogar bei jemandem, der auch so interkulturell sich, einem Psychologe, der sich mit deinen kulturellen Wurzeln auskennt. Ja, das ist leider ein bisschen schwierig, halt jemanden zu finden, wo man sagen kann, okay, dem vertraue ich, weil das nicht... Für mich halt sehr schwierig ist, jemandem halt zu vertrauen und zu sagen, ja, das würde ich dir alles erzählen. Klar, verstehe ich. Aber sieh diese Person einfach wie einen Arzt an. Du erzählst mir ja, obwohl ich auch ein ganz fremder Mensch für dich bin, ja schon was sehr Intimes im Moment. Ja, dadurch, dass ja die Radiosender habe ich mir öfter halt angehört und habe Leute halt auch gehört, die auch Probleme haben. Ja. Und habe mir gedacht, lieber vertraust du als jemanden an, den du eigentlich nicht kennst. Und der kann dir halt besser helfen, als wenn du jemanden kennst. Natürlich hält er dann auf deiner Seite und wird dir auch immer dir Ratschläge geben, als jetzt irgendjemand anderes. Aber ich sag dir, ich meine, das ist natürlich ein erster Schritt, den du machst. Aber du scheinst eine Frau zu sein, die schon sehr viel Kraft hat. Du hast das durchgehalten, du hast dir nicht das Leben genommen, weil du auch einen starken Glauben hast und weil du auch im Leben noch etwas erwartest. Das heißt, wir sind über Jahre schwere seelische Verletzungen zugefügt worden. Und die verheilen nicht so einfach von alleine. Leider nicht. Leider nicht. Und deshalb finde ich, es ist ganz, ganz wichtig für dich, dass du jetzt an dir arbeitest und mit dir arbeitest. Und das mit einem Menschen, der wirklich sich mit solchen Dingen auskennt. Das wäre auf jeden Fall gut. Ich meine, ich habe ja mit den Jahren halt angefangen, halt auch zu lügen, wenn man in der Ehe dann ist und man versucht halt irgendwas zu lügen. Hat sich immer in ein oder andere Lüge dann hineinversetzt, immer gelogen hier und da. Und jetzt mittlerweile habe ich das damit aufgehört, weil ich denke, man kommt halt nicht so weit mit dem Leben. Und seit ich damit aufgehört habe, merken meine Freunde natürlich das selbst auch. Und die sagen, ja, du hast dich in vielen Hinsichten verändert. Lule, lass uns doch mal vielleicht beide so einigen, dass dieser Anruf bei mir der erste Schritt war.
Das auf jeden Fall. Ne? Und dass daraus jetzt auch noch was weiteres erwachsen muss. Nämlich ein Schritt in vielleicht eine Psychotherapie, eine gute psychologische Beratung, wie auch immer, ja. Dass du über einen längeren Zeitraum professionell betreut wirst. Denn ich glaube, dass du so vieles wirst zu erzählen haben, was du erlitten hast und es so dann auch aufarbeiten wirst können. Und das ist der einzige Weg, vermute ich mal, dass du in ein gutes und normales Leben wieder zurückfindest. Ich hoffe es natürlich sehr. Und ich meine, ich habe lange überlegt, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Und irgendwann habe ich gedacht, komm, verlieren kannst du nicht. Du hast nichts zu verlieren. Das ist genau der Punkt. Ich würde dich gerne noch von meiner Psychologin beraten lassen mit der einen oder anderen Information und Adresse. Bist du einverstanden? Ja, sehr, sehr gut. Ich danke dir vielmals. Dann ruft Anja dich gleich an und ich wünsche dir sehr viel Kraft und sehr viel Wille und Vitalität jetzt für die nächste Zeit, damit du wieder gut Fuß fasst in deinem neuen Leben. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Max. Max ist 27. Guten Morgen. Hallo. Hallo Max. Ich habe ein kleines Problem, nur ein kleines. Leg los. Und zwar, ich war früher mal eine Frau, also ich bin weiblich geboren, nehme seit 4 Jahren Testo. Was nimmst du? Ich nehme Testosteron. Ach so, also männliche Hormone. Ich mache eine Geschlechtsumwandlung sozusagen, so klassisch genannt so. Mhm. Und mein Problem ist, ich finde halt keine Frau, die das so akzeptiert. So. Also du suchst eine Frau? Ja. Wie beschreib dich mal, wie du aussiehst zurzeit. Also wenn man mich auf der Straße sieht, so merkt man das nicht. Ich bin völlig integriert in meiner Umwelt mittlerweile. Also jeder denkt, du bist ein Kerl. Ja. Ich bin 1,70 groß, ja. Nicht hässlich. Ja. So eigentlich so ein Bärchen, so ein kleines, also nicht wirklich dick, aber halt so ein Bärchen. Ich bin ziemlich pelzig. Und, ja. Und ja. Stimme ist auch eher männlich? Ja. Finde ich, ja. Ja, absolut. Also ich habe... Was heißt du, die Geschlechtsumwandlung, planst du irgendwann eine größere Operation? Ja, ich hab jetzt die Genehmigung dazu gekriegt, ja. Ja. Es war drei Jahre habe ich da mit meiner Krankenkasse drum gekämpft sozusagen. Das ist immer problematisch, ja. Ja, das heißt, irgendwann, problematisch, genau. Irgendwann wird es eine Operation geben, dass man dir einen künstlichen Penis baut. Nee, das nicht. Sondern? Das will ich nicht, weil die OP-Ergebnisse sind einfach zu schlecht. Ja, was für eine Operation willst du? Also die Brüste kommen weg. Mhm. Und halt so Gebärmutter und Eierstöcke kommen raus, weil das ein zu hohes Krebsrisiko ist. Ach so. Und Brüste? Mehr will ich gar nicht. Ach so, verstehe. Brüste, sind die denn noch sehr ausgeprägt? Nee. Waren sie nie irgendwie. Also das kann man ganz gut kaschieren, aber ja. Wenn ich nackig bin, bin ich halt nackig, ne? Ja. Also. So, jetzt ist Max, der vom Körper her noch ein bisschen eine Frau ist, kann man so sagen, ne? Ja, genau. Auf Frauensuche. Genau, jetzt bin ich auf Frauensuche. Und also ich lerne in meinem Job und in meinem Umfeld wirklich genug Mädels kennen und die sind auch alle ganz süß und nett und so. Mhm. Und man hat da auch hin und wieder mal so Rendezvous. Mhm. Und wenn ich dann aber die Karten auf den Tisch lege... Dann hauen die ab. Und dann hauen die ab. Dann sagen die, ey, kann ich nicht, tut mir leid. Ist auch ein bisschen schwierig. Die denken, du bist ein Mann. Du siehst, ja. Siehst eigentlich aus wie ein Mann. Ja, genau. Bist aber vom Körper her noch eher eine Frau. Mhm. Das heißt, du suchst eine hetero, du musst eigentlich im Prinzip eine Frau suchen, die bisexuell ist. Ja. Ne? Die den weiblichen Körper akzeptiert, aber halt auch auf das männliche Äußere steht. Ja, genau. Ist schon kompliziert. Das eine klar heterosexuelle Frau kannst du nicht suchen, weil die kann mit dir nichts anfangen. Nee. Eine rein lesbische Frau aber auch nicht. Nee. Vielleicht eine Ex-Lesbe oder so. Ich weiß es ja nicht. Also das ist schon kompliziert. Ich muss mich schon anstrengen, mir das genau einzugrenzen und mir das vorzustellen. Ja, es ist schon, ja, ich hänge unglaublich zwischen den Stühlen. Das ist echt wirklich, ja. Gehst du denn so in den entsprechenden Szenen auch aus?
Nee. Vielleicht solltest du das mal machen. Okay. Okay, so mache ich's. Nein, aber ehrlich, vielleicht, wenn so in Schwulen, Lesbenkreisen, da gibt's ja doch so viele schillernde Leute, die halt auch spezielle Geschmäcker haben. Vielleicht solltest du da einfach mal, dich mal intensiver umschauen. Ja, nee, ich komme ja aus der Lesben-Szene und ich war früher auch mit Frauen zusammen und meine Ex-Freundin hat sich getrennt, weil sie irgendwann gesagt hat, ey, du bist mir zu männlich, ich kann nicht mehr. Mhm. Ja? Und weiß ich nicht, also ich habe da nicht so, das ist auch nicht meine Szene irgendwie, ich fühle mich da nicht, da habe ich nicht reingepasst. Internet, nicht. Stichwort Internet, schon versucht? Ja, aber auch im Internet jemanden zu finden, eine feste Partnerin zu finden, ist auch noch ziemlich schlimm. Ist auf der einen Seite schwierig, andererseits hört man immer mehr, ich auch hier in dieser Sendung, dass das hervorragend funktioniert und manche eine große Beziehung, Liebe ist daraus schon entstanden. Auf jeden Fall ist es eine tolle Suchmaschine, erstmal irgendwie auszusortieren, um an die entsprechenden Minderheiten heranzukommen. Und das ist ja eine Minderheit, die du suchst. Ja, im Prinzip schon. Was machst du vom Beruf? Ich bin in der Gastronomie. In der Gastronomie? Auch nicht so schlecht. Das heißt, da laufen dir ständig Leute über den Weg. Ich bin ein ausgebildeter Putzteufel. Ein ausgebildeter Putzteufel? Ja. Was machst du in der Gastronomie? Putzt du oder was? Also ich bin gelernter Hotelfachmann. Ja. Und ich bin sehr pingelig. Ja, das hat ja nun manche eine Frau auch ganz gerne. Ja. Wann hattest du denn deine Liste? Eigentlich, wenn man es mal objektiv betrachtet, bin ich eigentlich eine ganz gute Partie so, aber ich bin halt ein bisschen speziell. Wie lange liegt deine letzte Beziehung zurück? Fast 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Also und wo ich mit dem Testo angefangen habe, hat sie irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Also je männlicher du äußerlich wurdest, desto mehr Abstand ist da sie dann. Da fing es an zu bröckeln und dann hat sie mich irgendwann sie mir das irgendwann gesagt, ja. Ja, ist mühselig, kann ich mir vorstellen. Aber da es bleibt ja ganz anders übrig als suchen. Ja. Und wirklich in allen möglichen Bereichen suchen. Das ist, wie gesagt, speziell. Das ist sehr speziell. Ja, ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung irgendwie, dass es jemand hört oder jemand sieht. Der es denkt, Mensch, der Max klingt ja ziemlich nett. Was anfangen kann oder so. Und sich denkt so, ha, vielleicht kann das auch ganz toll sein. Wo wohnst du denn? Fragen wir mal so grob. Im Norden. Im Norden. Im Norden. Ja. Genau. Also so Norddeutschland. Norddeutschland, ja. So Hamburg. So die Gegend, ne? So. Ja. Ja, also wir sind ja hier keine. Ja, nein. Nein, aber wer weiß, was sich tut. Aber vielleicht, ich hatte ja, wie gesagt, ich sitze hier in der Nähe von Hamburg, auf dem Plattenland so. Ja. Und ich bin nicht so, auch nicht so der Szenegänger oder sowas. Pass auf, Max, zu jeder Regel gehören die Ausnahmen und die Ausnahmen mache ich auch immer wieder gerne. Wenn sich jetzt irgendjemand bei uns meldet, der sich für dich interessiert, aus dem Norden, verspreche ich dir, stellen wir natürlich den Kontakt her. Das ist jetzt mal die Ausnahme, die machen wir einfach Punkt aus. Und vielleicht ergibt sich ja was. Dann wäre das eine Chance für dich jetzt gewesen, ansonsten musst du baggern. Ja, genau, ich muss immer baggern. Und ich meine, Hamburg, wie weit wohnst du entfernt von Hamburg? Naja, so 100 Kilometer sind es. Ja, also auch wieder nervig, dann immer dahin zu fahren. Und nee, aber kein Weg ist zu weit, wenn man das sucht, wenn man das findet, was man sucht. Was für ein schöner Spruch. Ja, genau. Also es sind auch schon Leute nach Mekka gelaufen. Ja, genau. Das ist ein guter Schlusssatz. Gut. Für uns beide. Also ich drücke dir die Daumen, dass du eine nette Frau findest. Danke. Und dass du weiter so dich entwickelst, dass du dahin kommst, wo du gerne sein möchtest. Ja. Alles Gute, Max. Dankeschön. Tschüss. 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 Von Max geht's weiter zu Melanie. Und Melanie ist 28. Hallo, Melanie. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Melanie? Ja, du Mian, ich bin völlig verzweifelt. Was ist los? Und zwar, ich war 10 Jahre mit meinem Partner zusammen. Mhm. Und er war jetzt 3 Wochen in Griechenland. Ich habe ihm ein Ultimatum gestellt, ob wir jetzt nun endlich mal uns verloben, heiraten und so weiter. Mhm. Und dann hat er halt 3 Wochen nicht angerufen in der Zeit. Und da war es mir schon bewusst, also ich habe 3 Wochen nichts gegessen. Also er ist alleine nach Griechenland in Urlaub gefahren? Mit seiner Familie. Mit seiner Familie.
Richtig. Und hat sich gar nicht gemeldet? Nein, gar nicht. Keine SMS? Nein, nichts. Ich wusste dann so Bescheid, mein Gefühl hat es mir gesagt. Und jedenfalls dann halt, ich kann nicht mehr schlafen und hat schon die letzten 3 Wochen, immer um 6, 7 Uhr morgens. Mhm. Und, ist er denn inzwischen wieder zurück? Ja, und er hat heute seine Sachen abgeholt und sich gegen mich entschieden. Das ist hart, nach 10 Jahren. Und das nur, weil ich Jüdin bin und er halt Moslem. Und das akzeptieren seine Eltern einfach nicht. Weil du Jüdin bist und er ist Moslem? Ja. Und das akzeptieren die Eltern nicht? Nein. Wussten die denn, ich meine, ihr wart 10 Jahre zusammen? Naja, die haben mich vor knapp 6 Jahren mal zu sich eingeladen. Das war so in der Zeit. Und da habe ich gedacht, naja, endlich, da waren wir ja schon 4 Jahre zusammen. Mhm. Da dachte ich, naja, jetzt sind die vielleicht endlich mal warm geworden, ums Herz und so. Mhm. Und wir kommen da an, da schreit die rum, lass meinen Sohn in Ruhe. Also seine Schwester saß auch da, weil die Mutter kein Deutsch spricht. Mhm. Hat es dann übersetzt und so. Mhm. Und wir akzeptieren das nicht. Und du bist nicht griechisch-türkisch und du bist keine Muslimin und wir akzeptieren nichts anderes. Und das heißt, die restlichen Jahre habt ihr dann eine geheime Beziehung geführt? Nein, seine Eltern wussten das ja. Und die waren ja auch immer wirklich dagegen, dass sie sogar bei mir vor der Tür standen und gesagt haben, wo ist mein Sohn? Mhm. Und alles sowas. Mhm. Und dann nach einer gewissen Zeit, ich meine, sie sind auch nicht mehr so, ich sag mal jetzt, so die Jüngsten, da muss man ja irgendwann auch mal Fuß fassen, Familien gründen und so weiter, ne? Ach so, jetzt nachdem du gesagt hast, ich will das mal endlich verloben und vielleicht auch heiraten. Ja, na klar, nach 10 Jahren. Da hat dein Freund dann die Angst bekommen. Die Angst bekommen, ja, aber er wusste das ja eigentlich, dass wir hatten schon darüber geredet, aber er hat sich immer wieder... Du hältst es für möglich, dass er während des Urlaubs mit seiner Familie darüber gesprochen hat und er richtig Druck gekriegt hat von denen? Ja, wahrscheinlich. Und sich jetzt gegen dich entschieden hat seine Sachen geholt. Wie war das, als er seine Sachen geholt hat? Scheiße. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass ich auf mich aufpassen soll und glücklich werden soll und so weiter. Aber er sah auch nicht gerade glücklich aus. Das heißt, du glaubst, im Grunde genommen liebt er dich nach wie vor? Ja. Und er beugt sich der Familie? Ja. Deine Familie hatte keine Probleme mit ihm? Nein, er war ja auch bei mir zu Hause, bei meiner Mutter auch und bei meiner Schwester und alles. Bist du in Deutschland geboren? Bist du Deutsch? Ich bin in Deutschland geboren, nur meine Vorfahren halt nicht. Mhm. Das ist schlimm, was du da erzählst. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde es auch so schwach von ihm, wenn er 10 Jahre mit einer Frau zusammen ist. Mein Gott, ist er so ungefähr in deinem Alter? Ja, ich bin also 28, er ist 30. Na gut, also 10 Jahre, da ist man ja so verbunden miteinander. Ja, ist man ja. Und er hat alles weggeworfen. Und wenn er nach wie vor dich liebt... Dann müssten wir genau so weiterleben, wie wir all die 10 Jahre gelebt haben. Wir würden uns nur im Kreis irgendwie, weiß ich nicht, drehen. Und deine Eltern machen ja auch langsam zurück, weil ich meine, er ist der einzige Sohn auch noch aus der Familie. Bist du ganz sicher, dass er dich noch liebt? Ja, eigentlich schon. Bevor du ihm das Ultimatum gesagt hattest, war da alles so eigentlich normal zwischen euch beiden? Ja, war alles normal. Mhm. Also so, dass du durchaus an Verlobung und Ehe gedacht hattest. Ja, und da habe ich gesagt, aber ich wusste ja, ich kannte ja dieses Problem mit seinen Eltern. Mhm. War ja klar, ich war bei denen zu Hause, die haben ja bei mir hier Terror. Und wenn ich über die Straße lief, drohte mir der Vater und ich erzählte ihm das alles auch. Und das alles passiert bei uns in Deutschland, das muss man sich immer wieder mal vor Augen halten. Das passiert hier in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft. Naja, das wie schlimm. Die wohnen ja auch bei mir hier um die Ecke. Das auch noch. Das heißt, du siehst ihn auch des Öfteren. Ja, und dann arbeitet er auch noch nicht mal weit von mir. Mhm. Also, ich weiß nicht. Du hast mein volles Mitgefühl, Melanie. Ich finde das furchtbar, was da passiert. Ich finde es auch eine ganz schwache Nummer von ihm, dass er sich der Familie beugt. Das ist so bei den Traditionen. Ja, das mag ja sein. Aber wenn er 10 Jahre sich mit einer Frau... In ein Leben verwoben hat, sage ich mal, wenn man miteinander war und das Leben geteilt hat und dann ich weiß, zu gehen. Ich habe gar keinen Lebensmut und keine Lebensfreude mehr und ich arbeite auch noch in der Gastronomie und jeder kriegt das mit. Und hast du eine gute Freundin?
Ja, sie ist selbstbeschäftigt, hat selbst jetzt gerade eine Trennung hinter sich. Mhm. Also, gibt es nur einen Menschen in deiner Umgebung, wo du dich ausrollen kannst? Bei meiner Schwester. Ja. Immerhin, also ist die Schwester und die Freundin. Ja, meine Freundin, die hört mir ja zu. Aber ich weiß nicht, mit ihr kann ich so nicht darüber reden, ich weiß nicht. Aber eher mit meiner Schwester drüber, ne? Das Schlimme ist, dass dir so die Hände gebunden sind. Was sollst du tun? Du hast ja nun alles signalisiert, was du möchtest. Und er hat eine Entscheidung getroffen gegen die Liebe für die Tradition. Ja, genau so ist es. Das ist sehr schlimm. Lebensmut, deine Lebensfreude seit 3 Wochen, weil ich das so im Gefühl hatte, er hat sich nicht einmal gemeldet und ich wusste so innerlich, dass das geht nicht gut, wenn er wiederkommt. Und es war dann auch so. Ja, ja. Ich weiß da keinen Rat mehr, Dani. Ich weiß es nicht. Es gibt nichts zu tun. Du kannst nichts machen. Du musst den Schmerz ertragen und aushalten. Und muss. Das hört sich ja nur weh. Das hört sich immer so einfach an. Ja, ich weiß. Deswegen finde ich das wichtig. Deswegen fragte ich dich gerade auch, dass du zumindest eine Person hast, wo du dein Herz ausschütten kannst. Es gibt keine, ich habe überhaupt keine Idee, was man tun könnte. Wenn du noch mal mit ihm redest? Naja, ja, hatte ich ja heute auch, als er ja seine Sachen holte und alles, ne? Und zu seinen Eltern dann gegangen ist. Und dann meinte ich, es ist wirklich, was du willst. Und meinte, ich habe keine andere Wahl. Und dann meinte ich, natürlich hast du eine andere Wahl. Du lebst dein Leben, aber du lebst deine Eltern, deren Leben, wie sie es wollen. Er hat nur geschwiegen, er hat nichts gesagt. Das könnte ja schon noch Hoffnung bergen, dieses Verhalten. Dass er, ich meine, jetzt wird er den Schmerz ja auch empfinden. Jetzt, wo er weg ist, nach 10 Jahren. Da kann man ja die Hoffnung haben, dass er vielleicht durch diesen heftigen Schmerz aufgerüttelt wird. Was er da. Seine Eltern beeinflussen ihn und nerven ihn und seine ganze Sippe, ja. Ich finde das so unmenschlich. Mhm. Aber es ist auch so ein schwaches Bild, finde ich, Melanie, dass er nicht zu dir steht. Ja, ich dass weiß, die Liebe nicht so stark ist, dass er sagt, mir ist alles egal, ich stehe zu meiner Frau. Ja, ist leider nicht so. Und seine Schwester wurde auch verheiratet mit irgend so einem Typen. Da war ich ja noch damals, wie alt war ich da, 20 oder so. Ja, sie durfte sie dann aussuchen, aber musste ein griechischer Türke sein. So, und er hat in Griechenland gelebt und ist dann halt nach Berlin gezogen. Melanie, ich muss jetzt unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Ja, klar. Aber du bist so traurig und so fertig, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Du legst bitte auf, wir melden uns. Ich